So sieht eine normale Minecraft-Welt aus. Millionen an Blöcken. Diese Welt hat nur einen. In diesem Video werde ich 100 Tage darauf überleben. Also genießt die Show. Freunde der Sonne, hier startete das Abenteuer also. Nur ich und ein Grasblock. Aber nicht irgendein Grasblock, sondern der One-Block, der mich gleich zu Beginn mit einigen Blöcken und sogar einer Kiste mit Äpfeln und Samen überraschte. Mit dem Holz fing ich auch gleich an, meine ersten Werkzeuge zu craften. Und dann geschah es, mein erster Freund spawnte. Für uns zwei war es etwas eng und so erweiterte ich die Insel mit all meinen Blöcken, die ich hatte. Kurze Zeit darauf bekam ich meine ersten Setzlinge, womit ich jetzt Bäume pflanzen konnte. Ein paar Blöcke später hatte ich das Glück und bekam einen Wassereimer, mit dessen Hilfe ich einen Block unter dem One-Block platzieren konnte. So würden ab jetzt Blöcke wie Sand oder Gravel nicht mehr ins Void fallen. Es wurde mir wieder eine Kiste gegönnt, die aber so einen komischen Villager-Sound mit sich brachte. Was das genau bedeutete, wusste ich noch nicht, aber als ich die Kiste abbaute, kam ein Timer, der die erste Phase ankündigte. Mit dem Tutorial war ich also nun fertig. Ich wartete gespannt den Countdown ab und die Phase, die mich erwartete, war Plains. Am Anfang waren es sehr viele Grasblöcke, aber ich bekam schnell meine erste Melone. Mit dem Holz, das ich bis dato sammelte, baute ich ein kleines Gehege für meinen bisher einzigen Freund. Bisschen alleine fühlte er sich schon, aber zum Glück tauchte ein weiteres Schweinchen auf und ich brachte sie gleich zusammen. Das nächste neue Item, was ich bekam, war ein Kürbis und direkt danach auch schon meine erste Kuh, die sich anscheinend wirklich gefreut hat, hier zu sein. Was, Bruder? Weiters wurde ich noch mit einem Schaf, einem Huhn und generell viel zu vielen Tieren überrascht. Der Platz wurde etwas zu eng und ich erweiterte das Gehege ein wenig. Tief in der Nacht kam dann wieder diese merkwürdige Kiste mit dem Villager-Sound und mit dem Abbauen dieser Kiste kam ich in die weitere Phase. Ich wartete gespannt darauf, welche es als nächstes sein wird. Als dann der Stein erschien, war es klar. Ich war in der Underground-Phase. Ich craftete mir natürlich sofort eine Spitzhacke und machte mich an die Arbeit, um zu sehen, was mich alles in dieser Phase erwarten wird. Ein bisschen Zeit verging und mich überraschte dann eine Pilzkuh. Diese würde mir extrem weiterhelfen, da man ja unendlich oft sich eine Pilzsuppe genehmigen kann und so war die Sorge um Essen auch verschwunden. Im Anschluss bekam ich sogar noch eine zweite und es lief echt alles gut, bis dann auf einmal ein Zombie spawnte, den ich mit der Kraft der Holzachs beseitigte. Ab nun musste ich mit neuen Gefahren rechnen. Wer weiß, was dieser One-Block noch alles für gefährliche Überraschungen für mich bereithielt. Deshalb craftete ich mir mein erstes Schwert und wegen Platzmangel verstaute ich die ersten Items. Dann spawnten auf einmal ganze drei Hasen, wovon ich zwei in das Gehege backte und als ich nichts ahnend die Blöcke abbaute, spawnte auf einmal ein Creeper, vor dem ich mich wirklich in Acht nehmen musste. Mit meiner guten Schwertführung war das aber kein Problem und er zerstörte Gott sei Dank nichts von meiner Insel. Ich schmelzte mein erstes Eisen und wurde währenddessen kurzzeitig von einer ganzen Hasenfamilie belagert. Danach craftete ich mir ein Schild, mit dem ich etwas besser gegen Gegner gewappnet war und baute gleich meine ersten Bäume an, da ich unbedingt die Insel etwas größer machen wollte. Die ganze Zeit baute ich den One-Block ab und endlich kam die nächste Kiste mit Villager-Sound, wo eine Karte für mich darin lag, die ich auch gleich aktivierte. Ich freute mich und fragte mich schon, wie die Karte nach 100 Tagen aussehen wird, falls ich bis dahin überhaupt überleben würde. Ich baute die Kiste ab und wartete wieder gespannt den Countdown ab. Diese Phase war also anscheinend eine Art Schnee- bzw. Winterphase. Bevor ich die aber anging, wollte ich dem One-Block etwas Respekt gewähren und generell eine anschaulichere Startinsel bauen. Also machte ich das mit meinen wenigen Blöcken, die ich derzeit zur Verfügung hatte. Wie ihr seht, baute ich auch gleich eine Brücke zu einer neuen kleinen Insel, für die ich noch nicht genügend Erde hatte. Ich brachte mich auf das nächste Level und machte mir meine erste Eisenrüstung. Leider noch keine ganze, aber mit der konnte ich die nächste Phase angehen. Es dauerte nicht lange, da kam der erste Wolf auf die Insel, der kurz sehr aggressiv auf das Schaf war, aber dann doch noch zum guten Hund wurde. Leider hatte ich noch keine Knochen, um ihn zu zähmen. Die ersten potenziellen Knochen spawnten dann aber kurze Zeit später in Form von Eiswanderern, die mir aber leider beide keine droppten. Als später noch einmal zwei Eiswanderer spawnten, hatte ich meinen bis hierhin knappsten Fight. Nach einer Pilzsuppe ging es mir dann aber schon wieder wesentlich besser. Trotzdem brauchte ich unbedingt mehr Rüstung, also baute ich weiter fleißig ab. Währenddessen überraschte mich der Buddy hier. Ein ordentlicher Eisbär, würde ich sagen. Nachdem ich dann noch einen knapperen Fight gegen Eiswanderer hatte, bei dem mir der Wolf sogar half, craftete ich mir sofort ein neues Rüstungsstück. Einen Helm. Am vierten Tag erwartete mich dann etwas Gefährliches, nämlich eine ganze Horde von Gegnern. Das war also die Rache für die Eiswanderer, die ich davor ausschaltete und ich musste wirklich aufpassen. Ich schaffte es aber, die Gegner etwas aufzuteilen und sie einzeln auszuschalten und der letzte Schütze gab dann sogar selber auf. Was ich als nächstes erleben durfte, war alles andere als schön. Der dicke Eisbär hatte anscheinend etwas gegen den Schneefuchs und leider konnte er nicht vor ihm flüchten.
Der Stärkere gewinnt eben und ich hoffte, dass ich der Stärkere zwischen mir und dem One-Block war. Das würde sich in nächster Zeit noch oft genug herausstellen. Mit genügend Knochen zähmte ich dann meine ersten zwei Hunde, die mir helfen sollten, diese Insel zu beschützen, und gleich darauf schaltete ich die nächste Phase frei. Diesmal war es eine Ozeanphase und ich war hyped darauf, was für neue Blöcke und Items ich bekommen würde. Davor baute ich aber noch die zweite Insel fertig, bei der ich außen rundherum meine Steinmauer dazu baute. Dann wurden noch alle Tiere hineingelockt und ich fand das cool, dass alle Tiere jetzt etwas mehr Platz hatten und ich nicht durchgehend deren Sounds anhören musste. Ich hatte aber keine Zeit zu verlieren und so fing ich an, den One Block wieder abzubauen, der mir kurze Zeit später zwei Schildkröten gab. Die sperrte ich vorübergehend im Käfig ein und gleich darauf bekam ich meinen ersten Diamanten. Da in der Phase einige Fische spawnten, baute ich eine kleine vorübergehende Wasserstelle für sie, damit wenn sie spawnten, ich sie direkt ins Wasser schubsen konnte. Hin und wieder kamen auch Gegner wie diese zwei Guardians hier, aber gegen die musste ich eh nicht viel machen. Ich hatte auch echt Spaß dabei, diese zwei Kugelfische hier zuzuschauen, wie sie sich durchgehend aufbliesen. Nicht so viel Spaß hatte ich dann gegen die nächste Welle an Gegnern zu kämpfen. Die zwei Ertrunkenen mit Dreizack nervten mich wirklich komplett. Allzu schwer war es aber zum Glück nicht und ich bekam bald einmal eine Schallplatte und ein Buch. Ich war gleich motiviert, etwas in das Buch zu schreiben und es einfach nur in die Kiste zu legen, wäre dem Meisterwerk nicht gerecht gewesen, also fand es seinen Platz im Tiergehege. Kurz vor Ende der Phase bekam ich noch einen Dreizack und ich freute mich schon auf die nächste Phase. Bevor ich dies aber anging, baute ich eine neue kleine Insel. Dort wollte ich auch die Fische unterbringen und so transportierte ich sie etwas mühselig hinüber. In dem kleinen Holzbecken konnte ich sie nicht einfach so lassen, also baute ich ein schöneres kleines Becken extra für die Fische, von denen ich einige verschiedene hatte. Die Insel hatte aber ordentlich an Holz gekostet, also baute ich den riesigen Fichtenbaum ab. Jetzt war es aber an der Zeit, die neue Phase anzugehen und ich vermutete, dass das eine Art Dschungel-Höhlenphase war. Zum Beispiel spawnten ein paar Papageien, wovon ich einen direkt zähmen durfte. Mit dem hatte ich eine kurze Zeit wirklich meinen Spaß, aber ich hatte keine Zeit zu verlieren. Ich wollte in den 100 Tagen so viel erreichen, wie es ging. Es spawnte dann auch ein riesiger Panda, den ich gleich in das Tiergehege brachte und kurze Zeit später kamen zwei Hexen zu Besuch, die es schafften, mit Hilfe von Gifttränken mich das erste Mal auf ein halbes Herz zu bringen. Meine ersten Pferde bekam ich und eine neue Welle von Gegnern machte sich bereit. Es waren sogar Wächses dabei, wegen denen ich nicht nur meinen eigenen Papageien tötete, sondern auch richtig ins Schwitzen kam. Diese kleinen Dinger sind nämlich echt schwer zu bekämpfen und machen so unglaublich viel Schaden. Ich habe mich also echt passiv verhalten und diese Gifttränke von Hexen halten wirklich so lange, dass ich dauerhaft bei meinen Tieren mit einem halben Herz kauerte. Letztendlich schaffte ich es auch, den letzten Gegner zu besiegen und eine Sache hatte ich aus diesem Kampf gelernt. Ich brauchte eine Fernwaffe, also craftete ich mir einen Bogen, mit dem ich mich kurz sehr mächtig fühlte. Am Ende der Dschungelphase angelangt, bekam ich dieses großzügige Geschenk hier. Was aber noch wichtiger war, ich war in der nächsten Phase. Die der Roten Wüste. Mit der Zeit hatte ich nun einige Blöcke und Items gesammelt, also wollte ich etwas Ordnung machen. Auf der neuen Insel baute ich mein noch sehr kleines, aber feines Kistenlager hin und ich muss wirklich sagen, dass meine Base jetzt wieder etwas organisierter und besser aussieht. Jetzt war es an der Zeit, wieder einige Blöcke abzubauen und gleich am Anfang wurde ich mit Lamas beglückt. Später dann auch mit dem ersten menschlichen Mitbewohner auf der Insel, Kai. Dass ihm nichts passiert, baute ich ihn vorsichtshalber mal ein und es war Zeit, wieder etwas zu bauen. Wie ihr seht, kopierte ich die eine Insel einfach, so leer wollte ich sie aber nicht lassen, also baute ich noch eine kleine Hütte für meinen neuen Kumpel Kai. Ein bisschen kümmerte ich mich noch um die Inneneinrichtung, aber dann war ich fertig und musste ihn nur noch mehr hineintransportieren. Kleine, aber ganz gemütliche Hütte, würde ich sagen. Weiter ging es ans Abbauen, was nicht allzu spannend war, aber es spawnten einfach zwei Pillager ohne eine Waffe in der Hand. Ich fand das so lustig, dass ich sie gleich in einen Käfig packte. Das nächste, was ich machte, war eine kleine Sicherung, um den Block zu bauen, damit das erstens etwas cooler aussieht und zweitens, dass ich vor Gegnern etwas besser geschützt bin und die mir nicht alle gleichzeitig hinterherlaufen können. Außerdem war das praktisch, weil wo die Esel zum Beispiel spawnten, blieben die natürlich in der Mitte und liefen nicht weg. Mit der Zeit spawnten auch zwei Wandering Trader, die ich gleich in die Hütte zu Kai steckte, damit er nicht mehr so alleine sein musste. Ich bekam auch noch Walter, Olivia und Owen, was die Hütte jetzt etwas eng machte, aber naja. Für das fleißige Abbauen bekam ich dann eine kleine Belohnung und die nächste Phase stand vor der Tür, die Nether-Phase. Auf diese Phase war ich wirklich schon hyped und ich freute mich, dass ich im nächsten Level angekommen war. Ich sortierte noch etwas mein Lager und ich hatte wieder Bock etwas zu bauen und meine Base etwas zu erweitern. Ich baute einfach die Startinsel noch einmal, um dort auch etwas Platz zu haben, den ich gleich dazu nutzte, Bäume anzupflanzen. Um größere Sachen zu bauen, brauchte ich nämlich viel mehr Holz. Als beim Abbauen die ersten Piglins auftauchten, sperrte ich sie einfach mal ein, damit ich noch etwas mehr Gesellschaft hatte und kurze Zeit später tauchte das hier auf.
Das erste Netherite. Ich hatte mich wirklich gefreut. Dafür musste ich noch eine Diamantspitzhacke craften und das erste Ancient Debris fand seinen Platz in meinem Inventar. Die Diamantspitzhacke war aber auch praktisch, da ich in der Phase auch Obsidian abbauen musste. Nach einiger Zeit abbauen passierte dann auch das. Zwei Ghasts spawnten und ich erschreckte mich komplett, schaffte es aber beide zu beseitigen, bevor sie noch mehr zerstört hätten. Bei den Ghasts musste ich wirklich aufpassen, weil sie auch die Blöcke unter einem zerstören könnten. Hin und wieder spawnten auch Hoglins, aber das Schlimmste an der Phase war die Welle mit den ganzen Gegnern. Ich brachte mich bei meinen Tieren wieder in Sicherheit, aber das große Problem waren die Blazes. Sie schafften es, meine Brücke in Brand zu setzen und ich war viel zu langsam, um das Feuer zu löschen. Die Brücke war so gut wie weg und ich musste mich rüberbauen, um die Blazes zu bekämpfen und als ich dort war, machten sie mir so viel Schaden und ich war auf einem halben Herzen. Ich schaffte es aber zum Glück noch rechtzeitig, die Suppe zu essen, weil schaut einmal, wie knapp das war. Holy shit, hatte ich ein Glück, aber jetzt war auch diese Insel hier im Brand. Ich tötete die Blazes mit Pfeil und Bogen und leider schaffte ich es nicht, das Feuer zu löschen und sogar meine Hunde fingen an zu brennen. Ich gab wirklich mein Bestes, aber es war nicht mehr allzu viel zu retten. Schaut einfach mal, wie verwüstet meine Base jetzt aussah. Ja, das war ziemlich frustrierend, aber die Timelapse, wie ich sie wieder aufbaute, ist schon satisfying. Zusätzlich baute ich noch so einen Käfig um den One Block, damit ich mich noch etwas sicherer fühlen konnte. Jetzt so im Nachhinein war das aber komplett lost, dass ich das auch wieder aus Holz baute. Anscheinend hatte ich aus dem Brand nichts gelernt. Naja, Hauptsache es schaut einigermaßen in Ordnung aus. Die ganze 21. Nacht und den 22. Tag verbrachte ich mit Abbauen des One Blocks und als Abschluss bekam ich dafür einen Lava-Eimer, was für mich heißte, ich konnte endlich einen Cobblestone-Generator bauen. Bevor ich das aber machte, wartete ich die nächste Phase ab, wo ich nicht gleich wusste, welche das war. Ich suchte dann genug Blöcke zusammen, farmte einiges an Holz bei meiner Holzfarm und ich fing an, einen Weg zu meinem Cobblestone-Generator zu bauen. Den baute ich dann selbstverständlich auch noch, der dann tadellos funktionierte. Zum AFK-Testen stand ich dann ein paar Minuten dort und bekam dadurch über 2 Stacks an Stein. Während der Nether-Phase konnte ich ja einige Obsidian-Blöcke abbauen, wovon ich jetzt genug für ein Portal hatte. Ich wollte das aber nicht einfach irgendwo random hinstellen, sondern auch einen schönen eigenen Platz dafür bauen, also fing ich damit an. Ja, wie ihr seht, hatte ich nicht ansatzweise genug Blöcke dafür und deshalb musste ich den Bau der Nether-Insel in die Zukunft verschieben. Ich wollte aber unbedingt schon in den Nether, also machte ich dort schon das Portal hin. Als ich dann in das Portal ging, passierte Folgendes. Ja, absolut nichts und ich war komplett verwirrt. Was ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, war, dass ich erst irgendwann später in den Nether darf, dazu später aber noch mehr. Ein bisschen enttäuscht war ich aber schon. Naja, dafür machte ich mir einen Zaubertisch und verzauberte mein erstes Item, den Eisenbrustpanzer und dann gleich auch noch das Schwert. Das nächste, was ich machte, war ein kleines Feld für alles zu bauen. Ich pflanzte darauf Weizen, Karotten, Kartoffeln, Bambus, Kürbis, Kakteen und Zuckerrohr, also wirklich alles, was ich hatte. Anschließend machte ich mich wieder an den One Block, wo viel Quarz, viele Smaragde und Honigblöcke waren. Was ich nicht so nice fand, waren ständig die ganzen Bienen, die mich immer vergifteten. Als dann eine Katze spawnte, wollte ich sie unbedingt zähmen. Das Problem war nur, dass ich fast keinen Fisch hatte, also angelte ich in meinem 3x3 großen Pool. Mit den geangelten Fischen konnte ich sie dann zähmen und ich brachte sie auf meinem Bett in Sicherheit. Hin und wieder brachte ich dann das ein oder andere Tier auf die Tierinsel, unter anderem auch ein Skelettpferd und ein Zombiepferd, worüber ich mich wirklich freute. Ich zähmte noch eine Katze und dann kam auch schon die Gegnerwelle der Phase, die im Vergleich zu den anderen wirklich nicht schwer war. Dann war ich aber auch endlich mit der idyllischen Phase fertig und der Countdown für die nächste ging los. Währenddessen bin ich kurz mal zu meinem Villager gegangen, wo ich dann voller Entsetzen feststellen musste, dass alle bis auf einen unsichtbaren Wandering Trader weg waren. Ich kannte mich gar nicht mehr aus, aber jetzt weiß ich, dass das vermutlich die Vexes waren, die hin und wieder spawnten, weil die greifen ja Villager auch an. Wie auch immer, die nächste Phase stand vor der Tür und der Block konnte mir nur eines sagen. Ich war in der Stronghold-Phase angelangt. Nichtsdestotrotz war ich wieder heiß, etwas zu bauen, also holte ich mir einiges an Holz und das Bauen konnte beginnen. Wie ihr seht, ist es offensichtlich eine Monsterfarm, bei der Zombies, Skelette, Spinnen und natürlich Creeper spawnen. Dadurch kann ich mir jetzt immer genügend Knochen, Gunpowder, Pfeile und das ein oder andere Rüstungsteil oder Werkzeug erfarmen. Die Knochen benutzte ich gleich, um ein bisschen Weizen zu holen, damit ich meine Kühe vermehren konnte und ich baute vorübergehend etwas Zucker auf meiner Nether-Insel an. Das nächste größere Ziel war nämlich ein Full Enchanter und dazu brauchte ich noch sehr viel Papier und Leder. Dann ging es wieder etwas an den One Block, der mich einmal komplett mit einem Creeper erschrak und kurze Zeit später mit 4 Skelettreitern. Als wäre das nicht genug gewesen, spawnte sogar ein Charged Creeper, den ich aber locker mit Pfeil und Bogen ausschalten konnte.
Der nächste harte Gegner war ein Evoker, dessen Wechsels einfach übertriebenen Schaden machten, aber im Gegensatz dazu bekam ich auch mein erstes Totem, mit dem ich jetzt noch ein Stückchen safer war. Allzu spannend war es dann nicht, es spawnt einfach nur häufig Giftspinnen oder irgendwelche anderen Viecher. Von den Items her bekam ich aber einige Ressourcen und hin und wieder sogar Diamanten. Irgendwann in der Nacht des 35. Tages war ich dann endlich mit der Phase fertig und jetzt konnte nur mehr eine Phase vor mir sein. Das End. Ich hatte aber die letzten Tage so viel Blöcke abgebaut, also wollte ich wieder etwas Abwechslung reinkriegen. Ich sortierte also ein bisschen mein Lager, erweiterte die Zuckerrohrfarm, erntete mein Feld, vermehrte wieder die Kühe und fällte alle Bäume. Dann baute ich eine weitere kleine Fläche dazu, die nur vorübergehend für die Kuhfarm genutzt werden sollte. Ich holte dann auch gleich zwei von meinen Kühen und ich bin echt schon fast wieder gestorben. Ein weiteres Mal wieder nur auf einem halben Herz gewesen. Außerdem holte ich noch eine Pilzkuh näher in die Mitte, damit ich nicht extra immer zu ihnen laufen musste. Unterm One-Block baute ich dann eine kleine Vorrichtung, dass es für mich leichter war, Gegner zu bekämpfen. Ich konnte sie ab jetzt ganz leicht mit Pfeil und Bogen von der anderen Insel aus abschießen. Am Abend des 37. Tages ging ich dann die Endphase an, welche mir gleich zu Beginn ein Endauge und den Drachenatem bescherte, was bedeutete, dass ich nicht mehr weit vom Ende entfernt war. Ich bekam auch bald einmal wieder einen Obsidian-Block, mit dem ich erneut das Nether-Portal versuchen konnte. Und ja, es ging immer noch nicht. Nach ein bisschen Recherche kam ich drauf, dass das eigentlich funktionieren sollte, egal in welcher Phase man sich gerade befindet. Also konnte das nur ein Bug sein und Freunde, herauszufinden, was das für ein Bug war, kostete mich mehrere Stunden und ihn dann noch zu beheben, auch etwas an Zeit. Ich war wirklich verzweifelt und probierte einfach alles rum, bis ich es dann endlich schaffte. Für die, die es interessiert, in meinen World Generation Settings waren statt den drei Dimensionen die Overworld, der Nether und das End nur die Overworld vorhanden. Was ich also machte, ich startete eine neue Welt und betrat dort den Nether. Den Nether von der neuen Welt übertrug ich dann in die One-Block-Welt und schaltete sozusagen den Nether in meiner One-Block-Welt frei. So konnte ich endlich und mit voller Erleichterung am 38. Tag den Nether betreten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freute. Deshalb wollte ich sofort auch den Nether etwas erkunden. Gleich in der Nähe vom Portal war sogar eine Bastion, die ich natürlich sofort betrat. Ganz oben baute ich zuerst den Goldvorrat der Piglins ab und bis auf eine Kiste, wo nichts wirklich Gutes drinnen war, konnte ich gar nichts looten. Mein nächstes Ziel war es, eine Netherfestung zu finden, die ich auch nach ein paar Minuten fand. Dort verbrachte ich etwas mehr Zeit als wie in der Bastion. Ich bekämpfte viele Blazes, Wither-Skelette, Magma-Cubes und lootete einige Kisten. Mein Inventar wurde dann sehr schnell voll und ich machte mich wieder auf den Weg nach Hause. Die Ausbeute kann sich aber, denke ich, sehen lassen. Ich vermehrte dann meine Kühe, vergrößerte die Zuckerrohrfarm und auf einmal hörte ich eine Schalke auf meiner Insel, die ich etwas umständlich beseitigte, aber dadurch bekam ich eine Schalker-Shell. Am 40. Tag entschloss ich mich weiter den One-Block abzubauen. Allzu spannend war es bis zu der Welle nicht. Die Welle an sich war zwar auch einfach, aber ich landete trotzdem einmal auf einem halben Herzen und gleich darauf musste sogar ein Totem verwendet werden. Ja. Zum Glück hatte ich ja eines. In der Nacht spawnte dann auch eine weitere Schalkerbox, die mir die zweite Schalker-Shell droppte. Ich craftete mir also sofort meine allererste Schalkerbox, die mir einiges erleichtern sollte. Irgendwann hatte ich dann genug und ich wollte wieder etwas bauen. Zuallererst entfernte ich meinen kleinen Mini-Pool und holte mir noch ein paar Blätter. Dann konnte das Bauen des neuen Kistenlagers beginnen. Als ich damit fertig war, musste ich nur noch mehr alles einsortieren, was auch etwas über eine halbe Stunde dauerte. Anschließend fällte ich ein paar Bäume, erntete mein Feld und ging wieder den One-Block an. Im Laufe des 46. Tages passierte dann das hier. Ich bekam Blindheit, erschreckte mich komplett und dachte, dass jetzt ein richtig schwieriger Kampf vor mir stand. Dem war aber Gott sei Dank nicht so, es spawnte nämlich das Endportal. Es war endlich soweit. Ich baute noch die letzte Kiste ab und ich hatte alle Phasen somit erfolgreich abgeschlossen. Die Frage, was jetzt kommen sollte, interessierte mich und ich war kurz verwirrt, für was der Endeside-Block stehen sollte. Ich kam aber schnell drauf, dass ab jetzt einfach alle Phasen auf einmal kommen. Das heißt, es ist komplett random, ob jetzt ein Diamant oder zwei Ghasts spawnen. Da es schon der 46. Tag war und ich noch nichts mit Redstone gebaut hatte, musste ich das jetzt ändern. Also sammelte ich mir alle Items zusammen und baute die erste automatische Farm. Eine sehr kleine, aber feine Zuckerrohrfarm. Das war mir aber noch nicht genug und ich baute dieselbe Farm mit Bambus noch einmal hin. Wirklich nicht groß, aber zumindest produzieren sie automatisch Items für mich. Immer wenn ich zwischendurch Zeit hatte, vermehrte ich die Kühe, da ich das Leder für den Full Enchanter brauchte. Da ich auch oft Bäume fällen ging, verbrauchte ich mit Steinäxten wirklich viel Stein, das mir leider dann ausging. Also stand ich ca. 25 Minuten bei der Cobblestone Farm und bekam dadurch über 15 Stacks an Stein. Einiges davon packte ich in den Ofen, um Cleanstone zu bekommen und dabei kam mir dann die Idee, dass ich doch einfach einen Ofenraum bauen konnte. Also, richtig, baute ich einfach einen.
und ich muss sagen, dass ich den recht gemütlich finde. Zurück bei den Kühen merkte ich dann, dass ich doch schon genug Kühe für den Full Enchanter hatte, also fing ich an, ein paar davon zu schlachten. Mit Leder und Papier machte ich mir genug Bücher, die ich dann zu genau 15 Bücherregalen craftete, was bedeutete, dass ich jetzt einen Full Enchanter machen konnte. Den wollte ich aber nicht einfach irgendwo hinstellen, das wäre doch einem Full Enchanter nicht würdig gewesen. Deshalb baute ich dem Full Enchanter etwas ganz Eigenes. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall richtig nice. Jetzt, wo ich den Full Enchanter hatte, brauchte ich auch gute Sachen zum Verzaubern. Also craftete ich mir erst einmal ein Dierschwert und Dierschuhe. Das erste, was ich aber verzauberte, war ein Buch auf Loyalty 3 und Sharpness 4. Dann die Dierspitzhacke auf Unbreaking 3 und Effizienz 4, aber da ich kein Glück oder Silk Touch drauf bekam, nahm ich die Verzauberung wieder runter und probierte noch 4-mal mein Glück. Was sich dann Gott sei Dank lohnte und mir Silk Touch bescherte. Ich wollte gleich noch mehr verzaubern, also ging ich kurz in den Nether, wo ich einen Gas snipte und mich wieder auf Level 30 hochfarmte. Damit holte ich mir dann Featherfalling 3 auf mein Buch und diesen Vorgang wiederholte ich noch 3-mal. Ich snipte wieder wie ein Gott einen Gas weg und bekam noch eine fast perfekte Silk Touch Spitzhacke, eine Fortune 3 Spitzhacke und Featherfalling 4 Schuhe. Mit meinen neuen Werkzeugen wollte ich noch weitere Diamanten farmen gehen, damit ich für den Endfight gerüstet bin. Außerdem hoffte ich, dass noch Villager spawnen, weil ich sonst One Block ohne Villager spielen müsste, was sehr schade gewesen wäre. Die nächste Zeit verbrachte ich also am One Block, der mir einige wertvolle Ressourcen gab und irgendwann sogar ein Villager Spawn-Ei und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Ich konnte ab jetzt einfach mit Villager traden, was mich auf das nächste Level bringen sollte. Einer reichte aber leider nicht aus, ich brauchte zwei, um sie vermehren zu können. Also ging ich wieder an den One Block, wo ich ganze 2 Tage lang verbrachte. Dann aber endlich spawnte Kendra und ich war wieder einmal so erleichtert. Jetzt hatte ich 2 Villager und es konnte so richtig losgehen. Davor baute ich noch einen fetten Klumpen mit den Erzen, die ich bis dato sammelte und baute sie mit der Glücksspitzhacke ab und ich habe einfach komplett vergessen, dass ich in der 1.16 spiele und die Glücksspitzhacke bei Eisen und Gold somit nichts bringt. Am Ende kamen dann aber über 20 Diamanten und vieles anderes bei rum. Damit craftete ich mir die restliche Diamantrüstung und eine Diamantaxt, die ich perfekt verzauberte. Anschließend baute ich eine sehr provisorische Villager-Farm, wo die Villager-Babys oben durchfallen und ich sie unten abtransportieren kann. Ich gab den Villagern also Brot und schnell hatte ich schon das erste Villager-Baby, das ich abtransportieren konnte. Da ich aber noch keinen Trading-Platz für die Villager hatte, wollte ich das als nächstes angehen. Ich baute also zuerst fast die Insel dafür fertig, die ich in einer ovalen Form baute. Außerdem verzauerte ich noch kurz meinen Helm, farmte einiges an Holz zusammen und finishte die Plattform. Dann konnte das Bauen des Trading-Hauses beginnen. Am 69. Tag fing ich ganz klein an, die Stationen für die Villager zu bauen und holte dann auch gleich den ersten. Mit dem ersten Trade, mit dem ich zufrieden war, war ein Effizienz 5 Buch, von dem ich mir auch gleich 2 holte. Der nächste Villager war an der Reihe und bei ihm wurde es ein Unbreaking 3 Buch, von dem ich mir auch gleich eins holte. Die Bücher, die ich jetzt hatte, wollte ich unbedingt auf meine Werkzeuge packen, ich hatte aber noch keinen Amboss und leider viel zu wenig Eisen dafür. Deshalb ging es die ganze Nacht und den ganzen 71. Tag an den One Block, bis ich endlich genug Eisen hatte, um mir den Amboss zu craften. Auf die Fortune-Spitzhacke klatschte ich Unbreaking 3 drauf und nun hatte ich 2 richtig geile Dierspitzhacken, worauf nur noch mehr eine Effizienz und natürlich Mending fehlte. Ich holte mir Level bei der Mobfarm und bekam eine recht gute Hose und eigentlich einen richtig guten Brustpanzer, aber irgendwie feiere ich Dornen nicht so, also ließ ich den Brustpanzer einfach derweil unenchanted. Als nächstes transportierte ich wieder einen Villager in das Trading House, der zum Bibliothekar wurde und endlich bekam ich ein Mending-Buch angeboten. Davon kaufte ich mir natürlich gleich eines, aber für weitere hatte ich keine Emeralds mehr. Deshalb baute ich dann die Trading-Stationen auch auf der anderen Seite und holte 2 weitere Villager, wovon einer zum Pfeilemacher wurde. Mit dem konnte ich nämlich Sticks gegen Emeralds traden und so viel schneller an die ganzen Bücher rankommen. Ich hatte aber viel zu wenig Holz für die ganzen Sticks und so fällte ich fast die ganze 73. Nacht nur Bäume. Anschließend holte ich mir einen weiteren Baby-Villager, der auch zu einem Pfeilemacher werden sollte. Am Zaubertisch verzauberte ich mein Dierschwert mit Sharpness 3 und den Dierbrustpanzer mit Protection 4, was eigentlich richtig gut war. Ich erntete dann mein Zuckerrohr und sah nach etwas längerer Zeit mal nach, wie viel mir die automatischen Farmen gebracht haben. Und da so viel Bambus zusammengekommen war, war sogar ziemlich praktisch. Damit konnte ich mir nämlich auch noch extra Sticks craften. Die tradete ich dann in riesigen Mengen bei meinem neuen Villager des Vertrauens ein und gleich darauf kümmerte ich mich um den nächsten Bibliothekar, der mir bald einmal ein Protection 4 Buch anbot. Also kaufte ich wieder ordentlich Emeralds ein, die ich gleich gegen das erste Buch tradete.
Der Baby-Villager von vorher wurde nun zum Pfeilemacher und da ich wieder Level 30 war, verzauberte ich meinen Bogen. Und holy shit, der ist wirklich brutal stark und ich erledigte damit auch schon die ersten Phantome. Das nächste, was ich nach kurzem Mobfarmen verzauberte, war ein Buch auf Feather Falling 4, was auch nicht schlecht war. Nun war meine Rüstung echt nicht allzu schlecht, ich wollte sie aber perfekt bzw. etwas besser für den Enderdrachen-Fight machen. Zuallererst packte ich Protection 4 und Mending zusätzlich auf den Helm, der damit jetzt so gut wie perfekt war. Nach ein bisschen Traden holte ich mir dann zwei weitere Unbreaking 3 Bücher und packte eines davon auf den Brustpanzer und das andere auf die Schuhe. Als ich dann nicht mehr traden konnte, bereitete ich mich für den Endfight vor, nämlich wollte ich Tränke brauen. Mir fehlten aber Netherwarzen, also ging ich kurzerhand zur Netherfestung und stibitzte mir dort ein paar. Am 76. Tag wieder zu Hause angekommen, braute ich einige Tränke, darunter Heilung, Regeneration, sanfter Fall und Stärke. Jetzt war ich aber endlich gut genug für den Enderdrachen vorbereitet. Ich craftete mir das vierte Enderauge und ging vor dem großen Fight nochmal schlafen. Nun war der 77. Tag angebrochen, an dem ich das Ende betreten würde. Ich platzierte die Enderaugen und das Portal war geöffnet. Mit voller Vorfreude ging ich also rein und baute mich gleich nach oben. Hier war er, der Enderdrache. Um eine bessere Position zu kriegen, ging ich auf einen der großen Obsidian-Türme, wo ich gleich den Endcrystal zerstörte. Aber anstatt die restlichen zu zerstören, baute ich mir schnell eine kleine Konstruktion und flüchtete einfach vom Enderdragon. Ja, genau, ich baute mir nämlich eine Flying Machine und flog einfach vom Endfight davon. Eine Zeit lang kursierte ich nur im Void herum, was wirklich etwas merkwürdig war. Nach ewigen Fliegen kam ich dann endlich an. Ich war bei den äußeren Endinseln. Und ich war aus einem ganz bestimmten Grund hier. Nämlich wollte ich mir, bevor ich den Enderdrachen besiege, eine Elytra holen. Also suchte ich nach einer End-City, die ich nach einiger Zeit fand. Leider war aber das Endschiff nicht dabei, was hieß, dass es dort keine Elytra gab. Trotzdem lootete ich die gesamte End-City, wo teilweise echt krasse Sachen drinnen waren und holte mir auch noch gleich einige Schalker-Shells. Dann hieß es aber wieder für mich weitersuchen und die nächste End-City, die ich fand, hatte zum Glück ein Endschiff dabei. Nach ein bisschen Looten war ich auch oben angekommen und betrat sofort das Schiff, wo die Elytra schon auf mich wartete. Die nahm ich mir natürlich sofort und flexte damit kurz rum. Als Erinnerung ließ ich anstatt der Elytra eine goldene Pferderüstung dort hängen. Anschließend holte ich mir auch natürlich den Enderdrachenkopf, mit dem ich auch kurz posierte. Dann konnte ich schon das erste Mal fliegen und mir war bewusst, dass vor allem in One Block eine Elytra sehr von Vorteil ist. Ich lootete noch die restliche City ausgiebig und machte mich dann wieder auf den Rückweg. An meiner vorherigen Ankunftsstelle baute ich mich dann nach oben, wo ich die Flying Machine aufstellte und wieder zurück zum Enderdrachen flog. Nach einer etwas längeren Reise kam ich auf der Main-Insel an und diesmal würde ich den Enderdrachen auch bekämpfen. Ich fing also an, einen Endcrystal nach dem anderen zu zerstören, bis davon keine mehr übrig waren. Dann ging es mit Stärke Intus in den Nahkampf und plötzlich wurde ich vom Enderdragon in die Luft katapultiert, aber ich hatte ja zum Glück den Trank des sanften Falles vorher getrunken. Nach weiterem Nahkampf und einigen Pfeiltreffern war es nun soweit. Ich feuerte den finalen Schuss aus der Luft ab. Als Belohnung für diesen Kampf bekam ich so viele Level, dass ich genau auf Level 69 landete und natürlich ein Endportal. Das Enderei wollte ich auch mitnehmen und es fiel einfach durch das Portal. Zurück zu Hause sammelte ich es ein und platzierte es in die Mitte meiner Insel. Dann aber berührte ich es versehentlich und es flog einfach ins Void runter und ja, manchmal bin ich wirklich einfach nur dumm. Naja, die Ausbeute war auf jeden Fall enorm und ich habe einiges mitnehmen können. Ich machte mir dann sofort Raketen und so konnte ich jetzt das erste Mal in meine One-Block-Welt fliegen und ich muss sagen, die Welt schaut von oben schon etwas komisch aus. Das nächste, was ich machte, war weitere Villager in das Trading-Haus zu bringen und ihnen neue Berufe zu geben. Der eine wurde zum Bibliothekar mit einem Fortune 3 Buch und der andere zum Fischer. Für die Bücher brauchte ich aber Emeralds, von denen ich kaum noch welche hatte, also ging es wieder für eine kurze Zeit ans Holzfarmen. Ich holte dann noch einen Villager, der auch zu einem Bibliothekar werden sollte. Während ich also bei ihm auf ein gutes Buch hoffte, tradete ich zwischendurch ständig mit dem Pfeilemacher und holte mir so wieder ein paar Emeralds rein. Nach wirklich ewiger Zeit bekam ich endlich ein Looting 2 Buch angeboten, von dem ich mir direkt zwei kaufte, zu Looting 3 machte und es auf mein Schwert packte. Ich kaufte mir noch ein Protection und ein Mending Buch, die ich beide auf die Hose machte und sie somit auch perfekt war. Während es dann Nacht war und die Pfeilemacher nicht mehr mit mir tradeten, baute ich ein kleines Lager im Trading House auf, wo ich Sachen zwischenlagern konnte. Außerdem beschriftete ich noch jeden Platz und kümmerte mich noch um andere kleine Sachen. Als ich wieder traden konnte, holte ich mir genügend Emeralds und kaufte mir noch ein Mending und ein Unbreaking 3 Buch, die ich beide auf die Elytra packte und sie dann noch umbenannte. So flog es sich schon um einiges besser.
Das nächste größere Ziel, das ich mir gesetzt habe, war auch den Wither in den 100 Tagen zu besiegen. Ich machte mich also auf den Weg in den Nether und flog direkt zur Nether-Festung, wo ich einige Witherköpfe holen wollte. Ich bekämpfte ein Wither-Skelett nach dem anderen und irgendwie hatte ich nicht allzu viel Glück mit den Drops. Umso mehr freute ich mich aber, wie ich den ersten Witherkopf bekam. Die nächsten zwei Witherköpfe ließen dann auch nicht mehr allzu lange auf sich warten und ich war nun in der Lage, den Wither zu beschwören. Den wollte ich aber ganz zum Schluss bekämpfen und so entschied ich mich, die Netherinsel mal anzugehen. Ich baute also erstmal den Grundriss fertig, damit ich eine Idee habe, wie groß die werden sollte. Dann musste ich in den Nether noch ein paar Ressourcen dafür sammeln, darunter viele von den Crimson-Bäumen und ein paar von diesen Warp-Tranken, wo ich auch ein neues Achievement bekam. Ein paar Netherrack-Blöcke nahm ich noch mit und dann konnte das Bauen der Netherinsel beginnen. Ich war zwar fast schon fertig, aber ein paar Blöcke fehlten mir noch und so musste ich nochmal in den Nether ein paar Blöcke holen gehen. Damit konnte ich dann auf der Oberfläche alles fertig bauen und für das Netherportal baute ich in der Insel noch einen kleinen geheimen Raum. Was sagt ihr dazu? Ich finde das schon ziemlich geil, muss ich sagen. Währenddessen ich die Insel baute, machten die Villager gute Arbeit und ich hatte wieder einige davon in der Abholstation. Mir kam dann die Idee, dass ich damit auch eine Eisenfarm bauen könnte, weil Eisen war die ganze Zeit schon Mangelware. Ich sammelte also alle nötigen Items, wofür ich sogar ins End flog und mir einige Endstone Bricks holte. Danach suchte ich mir den Platz für die Eisenfarm aus, die direkt neben meiner Mobfarm stehen sollte. Dann konnte das Bauen der Farm aber auch schon beginnen. Das nervigste dabei war allerdings die Villager und vor allem den Zombie hinauf zu transportieren. Der Rest war eigentlich nicht so kompliziert. Als ich dann damit am 94. Tag fertig war, funktionierte sie auch direkt und ich würde ab jetzt die ganze Zeit passiv Eisen bekommen, was auch einiges erleichtern sollte. Zwei Villager warteten wieder darauf, abgeholt zu werden und diese zwei machte ich zu Farmern. Um mit diesen wirklich gut traden zu können, brauchte ich natürlich auch etwas größere Anbauflächen, also erntete ich mal mein Feld, tradete mir das ein oder andere Essen und dann fing ich auch an, eine neue Farm zu bauen. Diese baute ich unter der Cobblestone Farm und machte zunächst zwei Etagen davon. Die obere mit Karotten, Kartoffeln, rote Beete und Weizen, die untere mit Kürbis und Melonen. Ist jetzt auch nicht eine Riesenfarm, aber für ein bisschen traden sollte das für den Anfang auf jeden Fall reichen. Um schneller an die Erträge ranzukommen, beschleunigte ich das alles mit etwas Knochenmehl und konnte damit dann die zwei Farmer-Villager etwas upgraden. Auch war die automatische Zuckerrohrfarm angenehm, aber ich wollte schon etwas mehr noch haben. Also baute ich unter den zwei anderen Farmen noch eine derzeit sehr kleine Zuckerrohrstelle, mir ging nämlich der Sand und die Erde aus. Die Farmer wurden immer weiter geupgradet und als ich dann beide auf dem Expert-Level hatte und niemand von ihnen die beiden guten Trades, nämlich der Kürbis- und der Melonen-Trade gleichzeitig hatten, musste einer von denen auf jeden Fall einmal leiden. So kurz vorm Ende musste ich eine Sache unbedingt noch machen. Ich baute also in der Mitte eine kleine Glasplattform, wo ich dann ein Schaf hinaufbrachte. Mir ging das Glas aber leider aus, weswegen ich mit dem Bibliothekar etwas traden musste. Dann holte ich mir nach längerem Beschaffen von Emeralds noch einen Nametag und benannte diesen Chap. Damit hatte ich dann auch mein buntes Schaf, welches mich hoffentlich vor bösen Überraschungen des Wandblocks beschützen wird. Den restlichen 99. Tag räumte ich noch etwas auf und machte hier und dort die Insel etwas anschaulicher. Die letzte Nacht dieser 100 Tage ging ich aber noch etwas schlafen. Der 100. Tag hatte noch eine große Challenge für mich, nämlich den Wither. Davor holte ich mir noch einen kleinen Dopaminkick mit dem Abbauen von Erzen. Dann ging es aber ab ins End, weil ich ja nicht in der Overworld den Wither bekämpfen konnte, der hätte wahrscheinlich alles zerstört. Im End beschwerte ich ihn dann und nachdem er sich aufgeladen hatte, flog er komplett wild umher und griff nur die Endermen an. Das hatte ich leider komplett vergessen und so war der Kampf etwas krampfhaft. Ihn so mit dem Bogen zu treffen war zwar echt nicht leicht, aber als er dann in die nächste Phase kam und nur noch mehr Nahkampfschaden nahm, wurde das alles noch ein bisschen spannender. Teilweise hittete er mich auf Low Life und ich war echt nicht sicher, ob ich diesen Kampf schaffen würde. Der Wither flog dann irgendwie ganz an den Rand, wo er kurz stillstand und so konnte ich ihn dann tatsächlich besiegen. Für diesen schwierigen Kampf bekam ich dann auch eine großzügige Belohnung, den Nether Star. Zurück zu Hause craftete ich mir natürlich sofort den Beacon und stellte eine kleine Version davon auf einer meiner Inseln auf. Jetzt hatte ich im Umkreis immer den Haste-Effekt, der mir beim One-Block-Abbauen eine gute Hilfe sein sollte. Da schon der 100. Tag war, hatte ich nichts wirklich vor, also sah ich mal nach, wie viel mir die Eisenfarm bisher einbrachte und das war tatsächlich nicht allzu wenig. Dann verabschiedete ich mich noch von meinen Tieren, betrachtete alles, was ich in den 100 Tagen erschaffen habe und das kann sich, denke ich, sehen lassen. Ich war wirklich stolz darauf und am Ende des 100. Tages sah ich mir den Sonnenuntergang an. Das war es. Ich habe 100 Tage in Minecraft Hardcore One Block, ohne zu sterben, überlebt.